Hatte alle die Besten und hat immer noch Dr. Germina Hilbert. Und heute Abend ist bei mir in Tell Me Your Story. Willkommen. Vielen, vielen, vielen Dank, Dr. Hilbert. Kann ich dir du sagen, mittlerweile? Ja, selbstverständlich. Wir kennen uns schon einige Zeit, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier mal wieder bist. Hallo, guten Abend, Emanuel. Freue mich sehr, hier zu sein. Und beantworte gerne alle deine Fragen. Du hast gegründet eine der bekanntesten Agenturen in der Welt. Zwei Agenturen. Eine war Aubrey Conseil Paris und die andere Hilbert Artists and Management. Ja, vor vielen Jahren, schon sehr lange Zeit her, Aubrey Conseil in Paris und dann einige Jahre später Hilbert Artist Management in München, zunächst als Theateragentur Dr. Germinal Hilbert, weil in Deutschland nur Künstlervermittlung über Lizenzen möglich war und ich eine deutsche Lizenz benötigte, um in Deutschland arbeiten zu können. Deswegen zwei Agenturen. Und war damals schwierig für einen Agent? Es war sehr schwierig, eine Lizenz zu bekommen, denn damals galt das Auslaufprinzip. Die Künstlervermittlung sollte in staatliche Hände kommen, was aber dann nicht funktioniert hat. Und durch Intervention einiger Opernintendanten habe ich dann nach einigen Jahren die deutsche Lizenz bekommen und konnte dann in München Theateragentur Hilbert gründen. Eine Frage, weil die Zuschauer, die bei mir anschauen in meiner Sendung, für die ganze Welt. Wie ist der Ablauf einer Agentur? Also was ist eine Operagentur? Wie arbeitet ihr? Eine Opernagentur ist vielleicht für viele unverständlich, aber die Künstler brauchen im Allgemeinen ein Management. Und zwar sind sie ständig unterwegs. Es müssen die Verträge, die Engagements bearbeitet werden. Es müssen aber auch Verträge für die Künstler gesucht werden. Und ein Agent, ein internationaler Agent, bereist alle Opernhäuser, weiß dann auch, was die Opernhäuser benötigen, macht Vorschläge und das könnte ein Künstler selbst nicht leisten, denn er ist ja immer unterwegs, muss singen, auftreten. Vor allen Dingen, wir sprechen jetzt von Opernsängern und ebenfalls von Dirigenten und Regisseuren. Also insofern nimmt man eine Agentur, die sich dann um alle Engagements kümmert, sowohl um das Bekommen der Engagements als auch um die Abwicklung des Engagements bis zum Eintreffen des Künstlers dann im jeweiligen Opernhaus oder Konzertveranstaltung zum Auftritt. Und es ist volle Job, also bist du 24 hours beschäftigt? Naja, wir müssen immer erreichbar sein, denn es könnte auch sein, dass außerhalb der Bürozeiten ein Künstler absagen muss wegen Krankheit. Genau. Und dann müssen wir rechtzeitig die Opernhäuser oder die Konzertveranstalter, also unsere Klienten, informieren und versuchen dann auch durch Ersatz zu helfen. Bist du auch privat mit denen befreundet? Bist du, ja, mit vielen Künstlern. Wir sind eine gemeinsame Familie, würde ich sagen. Man hat ja ständig miteinander zu tun. Und ich glaube, dass ein Künstler einen Agenten nur dann auswählt, wenn er wirklich einen persönlichen Kontakt zu ihm schafft. Und der wird natürlich dann im Laufe der Zusammenarbeit vertieft. Und ich kann schon sagen, dass wir eine große Familie sind. Wunderschön. Du hast viele Karrieren, mein Gott, beholfen, unterstützt, bekannt gemacht, bis wirklich einen Kometenanstieg gemacht haben. Nehmen wir Jessie Norman. Ja, Jessie habe ich kennengelernt, als sie in München den ARD-Wettbewerb gewann. Da war sie 28, kam aus Amerika und sprach nur unzureichend Deutsch. Ich habe sie dann in ein Festengagement nach Berlin vermittelt. Und von da aus hat sie dann ihre internationale Karriere gemacht und ist ja dann also für alle in der Oper und auch im Konzert ein großer Begriff. Glaubst du, was für sie, weil sie schwarz war, schwierig es in Bayreuth war am Anfang? Am Anfang schwierig für schwarze Sänger,
Aber die Zeit, dass schwarze Sänger überhaupt nicht auftreten durften, die war bereits vorbei. In Amerika hat es länger gedauert, aber auch da schon in den 50er Jahren sind schwarze Sänger aufgetreten. Und für Jessie war das eigentlich kein großes Problem. Ihr erstes Engagement an der Berliner Deutschen Oper war Elisabeth im Tannhäuser. Und da ist eben weiß geschminkt worden. Und dann kam Aida und da hatte sie die richtige Hautfarbe. Sie war eingeladen, hatte gesungen, Juillet 14, die ja, Fahne Frankreich. Ja, in Frankreich zur Nationalfeier hat sie gesungen vor dem Präsidenten. Mitterrand. Mitterrand, ja. In François einer, Mitterrand. In einem Kostüm mit einer französischen Fahne. Genau. Veselina Casarova, besser auch ein anderes Beispiel. Wie ja, Veselina war auch eine junge Sängerin. Sie war am Beginn ihrer Karriere, war im Opernhaus Zürich engagiert. Und wir haben sie dann gemeinsam eine internationale Karriere erarbeitet. Natürlich hatte sie ein außergewöhnliches Talent, denn wichtig ist, dass der Künstler sehr gut ist und alle notwendigen Voraussetzungen mitbringt, eine internationale Karriere zu machen. Der Agent kann nur mithelfen, aber die Karriere macht der Künstler selbst. Es ist wichtig, Charisma. Ich finde, Charisma ist äußerst wichtig. Es ist, alles ist wichtig. Um eine Karriere zu machen, braucht man zunächst einmal eine, was braucht ein Künstler? Ja, um eine internationale Karriere zu machen, braucht man einige Voraussetzungen. Zunächst mal eine gute Stimme. Eine schöne Stimme. Natürlich. Eine schöne Stimme allein genügt nicht. Man braucht eine Bühnenpräsenz, ein Charisma. Man braucht auch den Willen, eine Karriere zu machen. Denn es ist ein steiniger Weg nach oben. Ja. Und Sänger oder Künstler zu sein, ist kein Beruf, ist eine Berufung. Und diese Berufung muss man spüren und muss das wirklich wollen. Und dann kann man auch die Voraussetzungen mitbringen, so die Stimme, die Technik, die Bühnenpräsenz gegeben ist. Das wird dann, dieses Mixtum führt zu einer internationalen Karriere. Nehmen wir noch, es gibt viele Beispiele, Diana Danrau, Peter Seifer, Neil Tschekow. Aber es interessiert mich, für mich die beste Königin danach ist natürlich Frau Eda Moser. Aber Diana Danrau ist auch bei dir. Sie ja. Sehen das auch sehr Eda gut. Moser ist deswegen als Königin so berühmt geworden, weil ihre Stimme in den Weltall geschickt wurde. Und es wurde der Körper von Brigitte Bardot, die Stimme der Eda Moser, ins Weltall geschickt, dass wenn eines Tages irgendwelche Außerirdischen das sehen würden, wow, dass man weiß, wie auf der Erde die Menschen sprachen oder sangen. Und was wurde geschickt? Und gleichzeitig mit einer Rakete wurde das ins Weltall geschickt. Die Aria weiß es nicht. Die Aria der Königin der Nacht, ja, der Hölle Rache. Genau. Und Eda Moser war auch eine meiner ersten Sängerinnen. Als sich meine Agentur in Paris eröffnete, war sie eine meiner allerersten Künstlerinnen, so wie damals auch Karl Böhm, Birgit Nielsen, Leonie Riesaneck, um nur einige zu nennen. Und dann kamen später Jessie Norman, Margaret Price und viele andere sehr bedeutende Sänger hinzu. Eine Frage, und das ist sehr wichtig. Wie hast du dieses Gefühl, weil wir sind uns begegnet, mein Gott, in New York, in Wien, in Mailand, und nicht zu nennen, zum Beispiel Bayreuther Festspiele. Das ist ein Begriff, Richard Wagner Festspiele. Waltraud Maier zum Beispiel. Wo sie kam zu dir, wie war das erste Mal, wo du Waltraud Maier überhaupt gesagt hast, wow, die wird die zukünftige Sängerin für Bayreuther Festspiele? Waltraud Maier war bereits bei den Bayreuther Festspielen engagiert, als alternierend mit Leonie Riesaneck im Parsifal. Und dort haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Und sie war noch eine sehr junge Sängerin, aber hatte bereits internationale Engagements. Aber dann im Laufe der Jahre hat sich die Karriere natürlich phänomenal entwickelt. Und durch ihre äußerst, ja, ich würde sagen, extreme Bühnenpräsenz. Waltraud weiß genau, was sie macht. Mit jedem Satz, den sie singt, so es ist überlegt, auch. Sie hat eine tolle Stimme und
vor allen Dingen ist sie eine tolle Interpretin. Sie könnte Schauspielerin sein. Das ist, und deswegen hat sie auch eine so außergewöhnliche Karriere gemacht, weil sie nicht nur eine großartige Sängerin ist, sondern auch eine wirkliche Bühnenpräsenz hat und genau weiß, was sie macht. Okay, dann sag mir 5 Begriffe, was soll ein Künstler haben und einfach das schaffen? Na, das hatten wir ja bereits angedeutet. Stimme, Präsenz, Ausdauer, Strebsamkeit, Professionalität. Für mehr und Charisma. Und Charisma, Charisma, Ausstrahlung. Das ist ganz wichtig, wenn man auf die Bühne kommt, dass das Publikum sofort eingenommen ist. Das sind die Voraussetzungen überhaupt, um eine Karriere zu machen. Letztes Mal habe ich gesehen, ich war in Arte, ist die Klassik nur für ein bestimmtes Publikum, von Upper Class? Und Leute, die kultiviert sind, was glaubst du? Nein, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele junge Leute auch in den Opernhäusern oder in den Konzerten anzutreffen sind. Natürlich sind die Karten relativ teuer und nicht für alle jungen Leute zugänglich. Es ist schon eine bestimmte Altersklasse, die ein bisschen vermögender ist, die sich die Karten leisten kann. Es gibt aber auch billige Plätze, Stehplätze teilweise. Und wenn jemand wirklich musikbegeistert ist, dann hat er immer die Möglichkeit, in die Oper ins Konzert zu kommen. Aber die Bayreuther Festspielkarten sind sehr teuer. Ich habe das Glück, ich kriege das Angeladen oder Generalproben, muss man nicht bezahlen. Aber du weißt, einmal war sogar Fanny Ardant, die Schauspielerin aus Frankreich, eingeladen. Ja, gut, die Festspielkarten Salzburg und alle Festspiele Salzburg, Bayreuth sind teure Karten. Hängt auch zusammen, dass sich die Festspiele teilweise selbst finanzieren müssen und dadurch natürlich dann auch einen größeren größeres Budget brauchen und die Karten relativ teuer sind. Aber auch hier haben jüngere Leute Zugang, denn es gibt auch erschwingliche Karten. Und dann, auch in Bayreuth? Auch in Bayreuth. Und es werden ja auch immer wieder Aufzeichnungen gemacht durch die Bayreuther Festspiele, die dann dem Opernpublikum in Form von DVD zugänglich sind. Also wenn jemand wirklich eine Vorstellung sehen will, dann gibt es immer eine Möglichkeit, auch da reinzukommen. Ja. Und wir sind ins Jahr 2021. Wie groß, glaubst du, ist der Einfluss wie Instagram, Facebook, Twitter? Also, was ist, haben deine ganzen Künstler, weil ich, bevor du erzählst, habe ich gesehen, zum Beispiel, der Dirigent Lorenzo Viotti hat einen immensen Follower bei Instagram. Spielt eine Rolle, die Social Media jetzt? Ja, die Social Media spielen eine große Rolle. Die meisten Künstler sind auch auf Instagram, Facebook und auf den anderen Medien vertreten, stellen ihre Erfolge ein, stellen teilweise für ihre Fans das ein, was die Fans gerne wissen möchten. Das gehört dazu. Ich würde sagen, dass das nicht für eine Karriere jetzt ausschlaggebend ist, aber es ist hilfreich und gehört heute in der Moderne auch zu jedem Künstler, dass die Fans gepflegt werden und vielleicht in einem Rahmen auch teilweise private Dinge mitbekommen, die sie normalerweise nicht erfahren würden. Ja, aber okay, das ist Instagram, wir haben Facebook. Dann naja, das ist... oder die Livestream, wechsel diese Livestream-Geschichte in New York, der Met. Ja, ja, wir hatten ja jetzt eine, in Paris, wir hatten ja jetzt eine lange Corona-Krise und alle Opernhäuser und Konzerte waren geschlossen. Deshalb wurden viele Livestreams gemacht, um dem Publikum, um nicht ganz den Kontakt zum Publikum zu verlieren. Und die meisten Opernhäuser zeichnen auch ihre Produktionen, vor allen Dingen Neuproduktionen, auf. Und es wird dann kostenpflichtig gestreamt, was dann auch dem Publikum, die nicht teilnehmen können, die Möglichkeit gibt, diese Streamings anzuschauen
oder in Kinoübertragungen dann in wirklich großer Form jeder Premiere beizuwohnen. Insofern hat sich das ein bisschen verändert in den letzten 20 Jahren, wo diese Medien noch nicht vorhanden waren. Da gehen wir danach. Aber wir steigen in was Trauriges. Was passiert mit so einem großen Künstler, meine Güte, Maria Callas, ganz Vergangenheit, wenn die Karriere vorbei ist oder Eda Mosa? Na gut, jede Karriere hat ein Ende zu einem gewissen Zeitpunkt, wie auch alle anderen normalen Bürger. Gehen in Rente und auch so muss ein Künstler sich irgendwann zurückziehen. Das hängt ganz davon ab, wie man sich sein Leben aufgebaut hat. Ob man Familie hat, ob man Kinder hat, ob man dann gut weiterleben kann oder ob man relativ einsam ist. Aber viele Sänger geben... Sind Sie einsam danach? Ja, das ist ein Beruf, der einsam macht, denn man ist ständig unterwegs. Auch wenn man Familie hat, ist man von der Familie getrennt, ganz gleich, ob er oder sie jetzt Künstler sind. Einer muss bei der Familie bleiben, man ist dann immer getrennt. Man hat große Erfolge, wird umjubelt, aber am Abend geht man allein ins Hotel oder ins Apartment. Ja, und was Trauriges, wir haben erfahren, da ungefähr kurz vor einer Woche, zwei Wochen, leider, die grandissima Editha Grobarova, die Königin der Koloraturen, ist von uns gegangen. Also wie war für dich diese... Ja, es war für mich ein ziemlicher Schock, denn ich hatte am Tag vor ihrem Tod noch lange mit ihr telefoniert und sie hatte mir noch von ihren Plänen erzählt. Wir hatten auch noch einige gemeinsame Pläne, privater Natur natürlich auch. Und das ist dann leider durch einen tragischen Unfall nicht zustande gekommen. Die ganze Welt hat darüber gesprochen. Die ganze Welt hat getrauert, ja. Es war ein wirklich tragischer Unfall. Sie ist im Garten unglücklich gestürzt. Und dieser Sturz war tödlich. Ja, in dieser Szene, Editha, wo du willst, einen dicken Kuss. Ja. Ich glaube, das sind viele, viele Fans und auch viele Kollegen, die den gleichen Gedanken haben. Editha wird allgemein betrauert, nicht nur von ihren Fans und von dem großen Publikum, sondern auch von ihren Kollegen. Denn sie war nicht nur eine großartige Sängerin, auch eine sehr nette und großartige Kollegin. Ja, wunderbar. Meine letzte Frage, Dr. Hilbert. Glaubst du, die Oper, wie wir jetzt, heute, hier kennen, wird das Überleben der Digitalwelt in 20 Jahre? Ach, die Oper hat einige Jahrhunderte schon überlebt und wird wahrscheinlich weiter leben. Ich bin kein Prophet und kann nichts voraussehen, aber ich glaube, das Live-Erlebnis und die Kunst, es wird immer Publikum geben, das die Oper liebt, das in die Oper gehen wird, musikbegeistertes Publikum. Und ich glaube, dass auch die Social Media, vielleicht wird es mehr dann noch in den Social Medias übertragen. Aber das Live-Erlebnis wird immer bleiben und ich hoffe sehr, aber bin auch fest überzeugt, dass die Oper weiterleben wird. Glaubst du, dass sie werden bezahlen, Herr Carmen, Don Giovanni, ja, Walküre? Es ist immer auch in den Nachkriegszeiten, wenn es schwierige Situationen gab, sobald die Opernhäuser wieder aufgemacht haben, war das Publikum wieder da. Wir sehen jetzt nach Corona, die Leute freuen sich, dass sie wieder in die Oper und ins Konzert gehen können und Musik hören und genießen können. Und ich glaube, es wird immer ein Publikum geben, ganz gleich. Das war vor 100 Jahren so und ich hoffe, dass es in 100 Jahren noch genauso sein wird. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir bist. Vielen Dank, es hat mich auch sehr gefreut, da zu sein. Ich habe leider keine Blumen. Vielen Dank und Kuss. Und das war Family Story. Wiedersehen.